Am vergangenen Samstag hat auf dem Postplatz in Arlesheim eine Plakatvernissage stattgefunden. Die Sujets der Ausstellung sind die sogenannten Küchentischgespräche. Was das heisst und wie die Aktion mit der Suche nach dem Leitbild 2035 zusammenhängt, das ist vor Ort erklärt worden. Also das ist ja jetzt der Auftakt eigentlich von dem Leitbildprozess. Also wir machen ein neues Leitbild in Arlesheim. Das heisst Leitbild 35. Also das geht jetzt schon in eine Zukunft, wo ich nicht weiss, ob ich überhaupt noch dabei bin. Denn. Aber das steuert jetzt eigentlich die Politik von der Gemeinde bis ins Jahr 35. Und der Gemeinderat hat schon ein paar Ideen, was da rein muss. Und jetzt haben wir sozusagen angefangen, mal Leute einfach zu fragen, die nicht so im Politkuchen drin sind, die uns einfach mal locker von der Leber weg erzählt haben, was ihnen gefällt in Arlesheim und was sie finden, was noch fehlt oder noch besser gemacht werden könnte. Das Projekt Küchentischgespräch soll der Auftakt sein für die Leitbildentwicklung in Arlesheim, also für die Leitbildentwicklung, die effektiv die Bevölkerung mit einbezieht. Und die Idee von Küchentischgesprächen ist eigentlich die, dass man versucht, über andere Kanäle, also über die normalen politischen Kanäle, über andere Wahrnehmungen, über andere Perspektiven auf die Gemeinde, einen Dialog soll im öffentlichen Raum anregen, der dann auch die Leute dazu bringen, dass sie effektiv an dieser Leitbildentwicklung dann auch mitmachen, also dass sie an das Forum kommen im September. Das war jetzt einfach mal eine Eröffnung, auch ein bisschen mit einem künstlerischen Aspekt. Es hat eine Fotografin mitgemacht und die hat eigentlich sehr schöne Fotos auch gemacht von den Leuten, die da mitgewirkt haben. Es hat ein bisschen, das sind Leute, die sich haben bereit erklären, das zu machen, das Team quasi an ihrem Küchentisch zu empfangen und da mal ihre Meinung zu geben. Und auch jetzt dann hängen die Plakate auch im Dorf. Und das Ganze ist Auftakt, um die Leute ein bisschen motivieren, dann nachher teilzunehmen an einem Forum, wo wir das Leitbild möchten, breiter diskutieren und wo alle ihre Sachen können einbringen, ihre Ideen. Wir haben uns schon länger Gedanken darüber gemacht, wie man könnte Partizipation oder Teilhabe in Dörfern stimulieren. Man sieht ja, es gibt immer weniger Leute, die an Gemeindeversammlungen gehen, es gibt immer weniger Leute, die an Wahlen mitmachen, bei Abstimmungen sinken auch die Teilnahmezahlen. Es sind immer wieder die gleichen Leute, die effektiv an die Veranstaltungen gehen, von den offiziellen politischen Kanälen. Und wir haben uns irgendwie überlegt, wie man das könnte stimulieren. Wir sind dann auf die Verbindung zwischen Kunst und Partizipation gekommen und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Projekten, die das ins Zentrum stellen. Und haben dann irgendwann gemerkt, ja, eigentlich würden wir gerne auch selber mal so etwas durchführen. Und über einen Zufall sind wir dann dazu gekommen, dass Arlesheim ein Leitbild weiterentwickeln will. Und haben angefragt, ob es eine Kooperation gibt, um das mal auszuprobieren. Mir ist es vor allem darum gegangen, den Leuten zu sagen, wie schön es in Arlesheim ist, zu wohnen, weil der Zusammenhang zwischen den Leuten, finde ich, ist wirklich absolut gut. Man trifft sich auf der Straße, man schwätzt miteinander. Es ist ein offenes Dorf. Gemeindepolitik ist wie eine Fernsehserie. Man muss sich ein bisschen zuerst daran gewöhnen, muss reinkommen, muss die Figuren kennenlernen, muss hören was die, oder wissen, was die Leute so für Leidenschaften haben. Und wenn man das weiss, man weiss, wie es funktioniert und die Leute kennt, dann wird die Gemeindepolitik immer spannender. Und dann gehört man dazu. Und jetzt ist eben davon, also in meinem Bild ist es jetzt so, es wird jetzt eine neue Staffel an, Staffel 20 bis 35. Und für das ist jetzt eigentlich das Leitbildforum am 23. September ist ein idealer Moment zum Einsteigen. Man muss sich anmelden zu diesem Anlass, weil wir hier gewisse Vorgaben haben im Zusammenhang mit Corona. Vorsichtsmaßnahmen, die wir einhalten. Die Ausstellung in der Trotten Arlesheim, die am letzten Freitag die Vernissage gefeiert hat, ist ein Hommage an das weibliche Geschlecht. Die Gedenkausstellung von Jürg Keller zeigt ihm sein begeistertes Auge für die Frauen unabhängig vom Alter oder gesellschaftlichem Rang. Die Ausstellung dauert bis am 30. August.